So. Hallihallo, ihr Lieben. Hi. Heute ist es wieder soweit. Einmal Praktikum Deluxe von Haraldino. Alles, was ich weiß, ist, dass es heute meinem Fett zu Leibe geht, am Bauch. Ich glaube am Bauch, vielleicht auch am Kinn. Das wäre natürlich sehr schön. Ich habe aber keine Ahnung. Das werden wir sehen. Ja, mehr dazu kann ich noch nicht sagen, aber das besprechen wir dann da drin. Mitkommen, komm, komm. Hallo, Haraldino, lieber Sven. Ja, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei uns wieder. Geht's gut? Ja, und selbst? Sehr. Ich bin mega aufgeregt. Ja. Weil ich weiß, es wird irgendwas gemacht mit meinem Fett, mit dem Überschüssigen, hier und ja. da. Liebe Leute, ich bin schon mega gespannt und ich hoffe, man sieht ein Resultat. Das wirst du auf jeden Fall sehen. Wir werden quasi heute mit einem ganz neuen Gerät, werden wir die Fettzellen richtig hart bekämpfen. Das heißt, wir werden mit den Lipo-HIFO gehen wir an die Fettzellen ran und zerschmelzen quasi die überschüssigen Fettzellen. Das Gute daran ist, es ist kein chirurgischer Eingriff und das umliegende Gewebe bleibt dabei unbeschädigt. Und tut es weh? Tut es gar nicht. Das Einzige, was ist, es wird ein bisschen warm, aber es muss ja auch ein bisschen was passieren, ja. Weil es soll ja wirken. Ne? Ja, warm, heiß bin ich ja sowieso, Mädels da draußen. Ich bin ja echt gespannt. Ach Gott, ich freue mich. Gut, dann schlage ich vor, machen wir einmal die Voruntersuchung. Ja. Ich muss noch ein paar Sachen von dir wissen, ob du einen Herzschrittmacher hast. Ja, zwei. Muss ich mich ausziehen? Ja. Ach Gott, ich bin dreckig. So, ich darf die anfassen? Ja, glaub ich schon. Erzähl dir Leute mal mein Fett. Es ist eine Katastrophe. Machen wir kurz hier das Fenster auf. Das Ding ist, ich kann abnehmen, wie ich will, aber am Bauch klappt überhaupt nichts. Ne? Es geht bestimmt einigen da draußen so, oder? Ja, gerade nach dem Winter, der sehr lang war. Schaut mal hin. Schwabbel die Schwabbel. Du kannst dich aber gleich davon verabschieden. Ja. Das kriegen wir weg. Ne? Also, ich schlage vor, wir werden einmal diesen Bereich komplett einmal wegnehmen und dann können wir hier an die Lenden nochmal, an die Seite nochmal rangehen. Ja. Ne? Geil. Ja. Okay. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier oben noch machen. Ob dann unsere Frau Doktor da eine Fettwegspritze reinsetzt oder ob wir da nochmal mit dem Gerät noch weiterarbeiten. Aber das machen wir gleich. Ja. Alles in ganzer Ruhe. Cool. Ja? Ich freue mich. Yeah, Leute, mein Fett kommt weg. So, als allererstes werden wir den Körper desinfizieren, einmal schön sauber machen. Danach trage ich ein Ultraschallgel auf, sodass die Radiofrequenzstrahlen schön tief in die Haut eindringen können. Und hat auch eine gleichzeitig gleitende Funktion. Okay. Ich hoffe, ich bin nicht schwanger. So. Ich wähle eine Einstellung, die eigentlich ja, ziemlich gut verträglich ist. Ja, die stärkste. Die stärkste nicht ganz. Aber wir gehen schon ziemlich hoch, ne? Ja, klar. Dann schon. Okay. Ich möchte im Urlaub bikini-fit sein. Tragen wir einmal das Ultraschallgel auf. Ach Gott, das kenne ich von meiner Hündin, als sie trächtig war. Vom Tierarzt. So, wir müssten ein kleines Stück die Hose noch mal ein bisschen runter. Ich kann es noch öffnen. Ist doch kein Problem. So, genau. Perfekt. So, bereit? Ja, ja. Dann starten wir jetzt. Ich spüre gar nichts. Ja, das ist das Gute daran, ne? Aber es wird gleich warm. Doch, jetzt wird es warm. Genau. Also,
wie gesagt, ich bin selber schon einmal abgesaugt worden und ich würde das nie wieder machen. Ja? Also gerade wenn es heutzutage solche Methoden gibt, ist ja der Hammer. Ne? Absaugen, der hängt ja alles auch, oder? Genau, den Vorteil, den du hier noch hast, dass das Gewebe, quasi die Haut, selber sich nochmal strafft, ne? Durch den IFO. Geil, vielleicht bekomme ich doch noch ein Sixpack. Sixpack, yeah! So, das machen wir jetzt um den ganzen Bauch herum und dann ist die Behandlung schon zu Ende. Wahnsinn. Also wenn das wirklich funktionieren sollte, dann wäre das eine Revolution. Derzeit gibt es das nur zweimal in Berlin. Ehrlich? Ja. Habt ihr es gehört, Leute? Es gibt nur zweimal in Berlin. Das heißt, wenn es wirklich wirkt und ihr in zwei Monaten dann das Resultat seht, dann wird mein Sven ausgebucht sein. Bin ich jetzt schon. Ihr wisst ja, wie das ist nach einer Schwangerschaft. Ne? So, dann haben wir das erste Areal fertig. Dann gehen wir rüber zum nächsten. Muss ich auf irgendwas achten danach? Ja, die Diät ist nie verkehrt. Ne? Gesunde Ernährung, das ist immer ganz wichtig. Aber du ernährst dich ja gesund, wie ich schon gesehen habe. Naja, kein Alkohol. Alkohol hat wahnsinnig viele Kalorien. Nee, wirklich keine. Und ansonsten sollte man halt ein bisschen auf Fleisch verzichten, mehr Obst, mehr Gemüse. Das Schlimme ist bei mir, ich trinke so viel Kakao. Oh Gott, das sind auch Kalorien. Ja, weg, weg. Oh, ist das geil. Gott, Gott, ich laufe nur noch im Stringtanga rum. Was haben wir jetzt? April, ne? Ja. April, ach Gott, ja. Und im Juni schaut dann geil aus. Das beginnt auch schon hier. Ne? Also abgeschlossen ist es nach zwei Monaten ungefähr, ne? Aber die ersten Erfolge siehst du schon nach einem Monat. Cool. Ja. So, und für das Kinn, wie gesagt, kann man quasi mit dem Phosphatidylcholin arbeiten. Ist auch eine tolle Methode, gerade für kleine Areale. Das ist aus Soja hergestellt und beseitigt quasi die Fettzellen. Schmelzt quasi weg, also löst sie quasi auf. Wow. Problem dabei ist, man sieht halt zwei, drei Tage halt angeschwollen aus. Ne? Es wird rot, es juckt, es brennt. Aber das muss halt auch sein, weil es soll ja was passieren. Jetzt habe ich das gemerkt. Ja. Ah ja, jetzt habe ich das gemerkt. Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache das Endresultat ist schön. Der HIFO ist auch für Gesichtslifting da. Also da haben wir Kartritschen, die halt genau für die Augenpartie oder für den Wangenbereich, wo man halt das Gesicht liften kann. Problem ist, habe ich Hyaluron oder Botox drin, lässt die Wirkung dann nach. Ah, okay. Nee. Nee, das Botox bleibt drin. Oh ja, mein Hyaluron. Juhu! Eben, ne? Okay. So, dann gehen wir jetzt gleich an die Seiten ran. Was soll ich machen? Gar nichts, einfach nur liegen bleiben. Ich mach das gleich. Girlfriend! Ich bekomme mein Fat Way! Yeah! Bin aufgeregt. Wie das gemacht bei Wachen. Ja. Was sind meine Haare noch, Leute? Jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob ich schwanger bin. Muss wieder entspannen. Kann man ein bisschen mein Ärschchen zeigen. Das ist 51 Jahre alt. Ich bin
bin ich wieder, jetzt bin ich schon wieder gut drauf. Heute früh bin ich aufgestanden, war da scheiße drauf, weil meine Haare nicht geklappt haben. Ich wusste nicht, was ich anziehen soll und lalala. Und jetzt, wo ich weiß, das Fett kommt weg, bin ich wieder mega gut drauf. Und ich gehe nächste Woche gleich und kaufe mir ein schönes Badehöschen in Enges. So, Haraldino, bitte einmal kurz nach links lehnen. Okay, das war's. Geht das so oder? Wie ist das so? Ja, das wäre eigentlich noch besser. Da kann ich nämlich genau in den Bereich rein. Ja. Also das letzte Mal, wo ihr mich so gesehen habt und ich meinen Bauch und alles gezeigt habe, das war bei Big Brother. Aber da war ich ja komplett nackt. Du warst nackt bei Big Brother? Ja, beim Duschen haben sie mich gefilmt. Und es haben dann manche Gay-Leute haben dann Screenshots gemacht und haben das in die Gay-Foren gepostet. Was es nicht alles gibt. Gott. Und das Schlimme war, da hatten wir noch eiskaltes Wasser. Das war eine Bestrafung. Und jeder weiß ja, je kälter das Wasser, desto kleiner der Penis. Dagegen können wir auch was machen, wenn er zu klein ist. Ja, gibt es auch Methoden, den dicker zu machen, ihn länger zu machen. Ehrlich? Ja. Erzähl. Man kann alles heutzutage so formen, und wie man es haben möchte. Oh Gott, hast du das auch schon bei dir gemacht? Ich lasse es unkommentiert, ja? Ja, klar. Jetzt kommt die andere Seite dran, Mädels. Also man kann die Methode an sämtlichen Körperstellen anwenden. Man kann beispielsweise auch im Innenschenkel, gerade für die Damen, oder wenn ich jetzt einen größeren Po haben möchte, gehe ich halt hinten an das Bein ran, nehme da das Fett weg und somit wirkt der Po für die Frau noch größer. Ne? Das geht auch. Oder aber viele Frauen haben im BH-Bereich hier hinten, ne, wo die eine Flat haben, dort viel Fettansammlung und die kann man gut wegkriegen. Ne? Also eigentlich überall, wo Fettwülste sind. Genau. So groß und groß. Ja. So, dann haben wir den letzten Akt. Wir gehen einmal an das Doppelkinn ran und dann wird das Gesicht. An mein Fünffachkinn, Mädels. Wenn es jetzt zu heiß werden sollte, ruhig was sagen, ne? Ja. Und start. Hier merkst du ein bisschen mehr, ne? An der Stelle? Mhm. Halbzeit. Nein, ist überhaupt nichts. Das hört sich an wie ein Drucker. Ja. Also, So, Haraldino, wir haben hier heute einmal bei die Fettzellen bekämpft, die das bisschen was noch da war. Und ja, wie fühlst du dich? Wie ist das Empfinden? Also, als erstes muss ich mal sagen, es hat überhaupt nicht geschmerzt. Es war eher relaxed, es wurde nur ein bisschen warm. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass er dank Ultraschall erkannt hat, dass ich nicht schwanger bin. Und jetzt müssen wir natürlich abwarten, was dann in 2 Monaten oder so passiert. Das machen wir dann noch einmal, zeigen wir euch dann noch einmal, wie ich danach ausschaue. Aber ich hoffe, dass alles verschwindet. Und ich möchte jetzt keinen Shitstorm wegen meinem Bauch, Leute. Also, nach 2 Monaten haben wir quasi das Endergebnis. Vorher wirst du auch schon wieder Flöte sehen und wir bleiben ja in Kontakt und wir können ja mal schauen, wann das erste bei dir zu sehen ist. Ja. Cool. Alles klar, ich danke dir, mein Lieber. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Bis
gehe ich mal raus. Mädels, tschüss. So, ihr Liebe, die Behandlung ist vollbracht. Jetzt heißt es warten, Geduld haben und ich, jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe sehr, sehr wenig Geduld. Aber in 2 Monaten schauen wir da mal, ob das hier und das hier unten rum, ob das alles weg ist. Ich freue mich, die Behandlung hat überhaupt nicht wehgetan. Und wenn es was bringt, dann seid ihr auch als nächstes dran. Ciao. Ciao, ciao.